Schaust du zu? Ich weiß. Ist wie blödtube.com. Der Kanal für Volldeppen, habe ich recht? Ja, die. Komm schon. Schau die doch an. Die haben sogar ihr eigenes Branding. Ich verfolge die seit ihrem Zugriff auf unser Servernetzwerk. Scheiße, Mann, jetzt schrei mir nicht ins Ohr. Versuch's mal mit der inneren Stimme. Jedenfalls, wir sind soweit. Fehlt nur noch der Handschlag. Wir arbeiten mit der Humanai Zulu. Für den Fall, dass die Kollateralschadenklausel in Kraft tritt. Die sind diskret. New Dawn will also mit uns in den Ring steigen. Unser Rekrutierungsvideo wurde von allen großen Social-Media-Seiten gelöscht und sie wollen alle Hoster verklagen. Das wird uns eine Menge Follower kosten. Copyright-Gesetze. Nervtötend. Das ist schlimmer als nervtötend. Das ist eine Kriegserklärung. Ich lass mich nicht zensieren. Hey, New Dawn ist ein Scheißbetrug. Reiche Säcke verbrennen ihre Kohle in so einem elitären Gruppenwegsclub. Vielleicht ganz gut für uns. Keiner wird sich auf ihre Seite stellen, außer die sind dort schon Mitglied. Und diese Fake-Kirche kriegt das Fisting ihres Lebens. Was heißt Fisting? Wenn der Dame so von der Hand kriegt, Josh. Oh. Sie wollen nicht, dass wir Material von ihrer Promi-Hure Jimmy Siska zeigen. Also starten wir mit ihm. Er ist der bekannteste Sprecher, den Aber sie das, haben. Aber das ist Jimmy Siska. Ich meine, als ich klein war, hatte ich die Siska-Brille, den aufgestellten Kragen. Ich kannte jede Zeile aus Open Woods. Alter, ich auch. Ich hab sogar die Lunchbox. Cool. Original verpackt. Cool. Bitte nicht Siska, okay? Irgendjemand, aber nicht er, bitte. Es muss auch anders gehen, oder? Ich weiß nicht. Er ist in der Stadt und dreht Cyberdriver. Ich habe mir überlegt, vielleicht können wir mit ihm reden. Und seine Beziehung zu New Dawn demolieren. Und er kann sich wieder weniger arschig aufführen. Dann kann ich wieder meine Siska-Shirts tragen, ohne der Arsch zu sein. Moment mal, die Hand auf Besuch beim Darm? Das heißt doch, man steckt seine Faust in den... Ja, Blitzchecker! Oh. Okay, okay, wir bleiben bei Siska. New Dawn sammelt schmutzige Wäsche über ihre Promi-Lockvögel, ja? Wir checken das hiesige Center. Wir müssen nur reinkommen und seine Akte ausgraben. Sind alle dabei? Ja. Ich treibe den Stamm zusammen und treffe euch da. Lass das Fisting beginnen. Hey, ihr habt ihn gehört. Fisting. Wie so ein kleines Kind. Freut er sich. Kriminelle, Schwache und Verletzte unter dem Deckmantel der Religion zum Opfer gemacht. Die Kirche namens New Dawn ist Betrug. Der Rang in der Kirche hängt vom finanziellen Beitrag ab. Loyalität wird erkauft durch Erpressung und Angst. Sie halten sich für unantastbar. Das wird sich ändern. DedSec enthüllt die Geheimnisse und wahren Absichten von New Dawn. Ihr könnt helfen. Maskiert euch und protestiert vor eurem Rekrutierungscenter. Sagt den Anführern online, was ihr von ihnen haltet. Schicken wir ihnen gemeinsam eine Botschaft. Es reicht. Der Z zeigt euch die Wahrheit. Tut, was ihr wollt. So, okay. Zeterra ist wohl schon auf dem Weg. Und dann gehen wir zu der Demo. Mal schauen, wie viele Leute da kommen. Alter, da kommt er in die Hand. Aus der Wand. Und das reimt sich auf Deutschland. Okay, der war schlecht. Der war wirklich. Okay, ich höre schon auf. Der war wirklich schon unterste Schublade. So. Wieso können wir die Treppen hier nicht schneller laufen? Die Ruhe vor dem Sturm. Irgendwie so auf der Art. Auf der Art. Also jetzt geht's hier los hier mit Deutsch und so. So, wo dürfen wir überhaupt genau hingehen? Wir schauen mal hier auf Noodle-Apps. Ah, so weit müssen wir eigentlich gar nicht. Okay.
So weit müssen wir gar nicht. Aber eine gescheite Karre sollte eigentlich schon drin sein. Also das ist schon das Mindeste. Also. Nein? Nein? Eigentlich nicht. Ach komm. Einmal. Ja, schaut kurz weg. Dann geht es schon. So, aufpassen. Ich fahr euch alle nieder mit meinem Roller. Werdet ihr schon sehen. Au. What? Was war das gerade? Was zur Hölle war das? Weg da. Geile Hupe. Weg da. Will jemand umfahren? So. Oh, ein Hund. Den Hund lass mal. Der Hund ist cool. Aber die Leute. So. Oh, wir haben erwischt. Okay. Nein. Verdammt. Aber ich sitze noch drauf. Ah, die Lenkung. Die ist schon ein bisschen übel, weil die immer so zur Seite springen. Ist gar nicht so schwierig. Hat denn die Handbremse an sich? Okay. Kann man es einmal im Kreis drehen, was dann sicherlich auch ein bisschen seltsam aussieht, oder? Na, es geht. So. Oh, ich krieg den nicht. Den gibt's doch nicht. So, Moment mal. Hier haben wir. Sind das hier für Leute? Ach so, Cops. Hier müsste aber irgendwo Geld liegen. So, schade, das NetHack, das geht halt nicht. What the fuck? Was zur Hölle? Okay. Das ist natürlich auch geil. So, wir haben hier was. Mir ist jetzt nicht irgendwie angezeigt oder so, leider nicht, gell? Was macht der da? So war das jetzt nicht geplant eigentlich. Was ist schlecht ist da? Achso, das ist die Näherungsding. Ja, das mit dem Geld. Nein! Ich war's nicht! Ich war's nicht! Oh, abhauen! Auf dem Roller! Kann ich jetzt überhaupt die Mission starten? Das ist kein Wagen, das ist ein Roller! Oh, Demo! Oh scheiße, ich bin in die Kamera gejumpt. Autsch, 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 autsch. Kauft Erleuchtung! Kostet nur euer ganzes Geld! Kauft Erleuchtung! Kostet nur euer ganzes Geld! Ist das Ablenkung genug? Ja. Yeah. Gehst du rein, um dich umzusehen, oder? Oh ja, oh, bin doch schon im Sonntagsanzug. Schön. Kauft Erleuchtung! Kostet nur euer ganzes Geld! So. Okay. Gelange okay, mit dem Jumper der nicht erreichbare Orte. Wir ziehen in die Schlacht gegen diese Wichser. Ich brauche jeden Dreck, den du findest. Um neue Follower zu kriegen, müssen wir für einen echten Skandal sorgen. Warum denken wir uns nicht was aus? Wenn das auffliegt, wird alles, was Derzek je gesagt hat, als Lüge abgestempelt. Keine Sorge, wenn es Schmutzwäsche gibt, finde ich den Wäschekorb. Und hier ist Marcus mit der eleganten Metapher. Ach, ich gebe mir Mühe. So, okay, wir probieren das mit dem Jumper hier aus. Keine Ahnung, wie der funzt. Wir hocken uns ja auch schön ins Gebüsch, okay. Ansicht ändern. So, okay, und was bringt das mir jetzt eigentlich so an sich? Ich habe gedacht, ich kann da vielleicht auch ein bisschen fliegen oder irgendwie höher kommen, aber ich kann ja nur fahren eigentlich. Aber ich kann zum Beispiel hier rein. So, Sperrgebiet, ja, okay. Ups. Das war aber auch ein bisschen eng. Ich muss irgendwie. Ah, hier geht's nach oben. So, kann ich auch die. Ah, ich kann auch die Treppen hochfahren, muss jetzt nicht alles hochspringen.
So, oh, Achtung. So, wo genau muss ich hin? Irgendwo darüber. So, Geld oder so gibt's nirgends. Leider. So, was muss ich aufnehmen? Kann ich von hier aus schon hacken? Ich muss irgendwie näher ran, oder? Oh. Ja. Oh! Doch, jetzt hier kann man es machen. Oh, okay. Nein! Fuck, 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 fuck! Nein! Ist jetzt kaputt gegangen. Zwei schlafen hier. Alter, jetzt komme ich hier nicht unten durch, gell? Ah, die sind aber hier rausgegangen. So, das ist ja eigentlich kein Schlimmer. So, die da auch nicht. Hat auch gar nichts Wichtiges. Wir sind doch hier, glaub. Na ja, toll, da oben laufen halt alle. So, wie war es nochmal mit dem Waffenrad? Waffenrad war hier. Wir holen mal den Elektroschocker raus. So, oh, da kommt einer. So, was zur Hölle können wir machen? So, gute Nacht. Mein Kollege, jetzt kommt der vielleicht hier hoffentlich ein bisschen raus. Genau. Das interessiert ihn gar nicht. So, jetzt haben wir hier noch zwei. Einen Moment, hier war doch irgendwo gerade eine Kamera. Oh, warte, es kommt noch einer. So, voll in die rechte Arschbacke. Na, wieso geht die Kamera weg? Muss ich ein bisschen seltsam schauen. Der da drüben. So, sehr schön. Das linke hat getroffen. Oh nein, da kommen noch mehr. Verdammt, wieso? Ah nee, die sind unten. Okay. Ich habe gedacht, die sind oben. Neues Foto von Freund gepostet. Okay, hier müsste die Luft mal rein sein. Oh doch, irgendwo ist noch einer. So, müssen wir es halt selber machen. Da drüben ist noch einer. So, können wir noch irgendwas Besonderes machen? Was? Aus Reichweite? Oh, da drüben. Ah, oh, der ist auch aus Reichweite. Und jetzt kommt er auch noch in meine Richtung. Ist aber gar nicht gut. Und dann nochmal einer. Alter, wie viele da kommen. So, was nehmen müssen wir nicht. So, oh, jetzt stehen alle auf wieder. Alter, was macht der da? Der hat mich nicht gesehen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oh, da drüben. Aber die sehen mich eigentlich nicht. Also die wissen nicht, wo ich bin. Das ist noch unser Vorteil. Problem ist, dass wir hier nicht rauskommen. Ah, jetzt kommt einer, glaubt, nach oben gerade.
So, na, jetzt treffe ich hier keinen. So, die da. Ja, ganz ruhig, Lady. Ich mach dir doch gar nichts. So, da drüben ist einer, deshalb gehe ich mal wieder hier hinten rum raus. So, wie kann ich die Waffe wieder wegstecken? Ah, einfach wieder nach oben hier. Oh, geh da mal aus, Nick! Du nervst. Mensch, Vape. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jo, entschuldige dich. Du stehst mir im Weg. So, wir gehen kurz aus dem Bereich raus. Und dann können wir eigentlich in die Karre einsteigen. Oder hier auf so ein Bike.